starten wir sozusagen unsere Reise und der erste Stopp in Richtung Norden führt uns in das sogenannte Elgital. Es ist mit dem Bus, wenn man mit dem Bus fährt, ist es so eine Halbtagesreise von 5-6 Stunden. Wenn man mit dem Flieger fliegt, fliegt man eine Stunde nach La Serena hinauf von Santiago. Und da gibt es einerseits dieses Elgital. Und dieses Elgital ist ein Quertal. Ja, also es geht sozusagen in die Anden hinein. Ich werde es Ihnen gleich in einer Karte zeigen. Und in diesem Tal gibt es einige Dinge. Ja, es gibt in der Mitte, ja, es gibt auch Klöster und solche Sachen. Aber ja, dann gibt es noch zwei schöne Sachen. Auf der einen Seite gibt es Wein. Ja, also es ist auch ein sehr fruchtbares Tal. Aber auf der anderen Seite gibt es die Sternwarten. Ja. Und deswegen heißt diese Route, diese Straße, die Chilenen benennen ihre Straßen oft so nach gewissen Eigenheiten. Und diese Route heißt die Ruta de las Estrellas. Und da braucht man, glaube ich, kein Spanisch zu können, um das zu verstehen. Das ist die Route der Sterne. Das ist die Sternenroute. Und unten steht aber auch noch Circuito Gabriela Mistral. Das ist was für die Literaturliebhaber für Sie oder unter Ihnen. Nämlich Gabriela Mistral ist eine der beiden Literatur-Nobelpreisträgerinnen. Und das sage ich deswegen heute, weil auch der Literatur-Nobelpreis ja heute auch wieder verliehen wurde. Und Gabriela Mistral ist neben Pablo Neruda, der zweite chilenische Nobelpreisträger, Literaturnobelpreisträger, ist hier Nobelpreisträgerin, die in diesem Tal, in diesem Elgetal gelebt hat und dort als Lehrerin in einer kleinen Schule unterrichtet hat. Also wie gesagt, das ist das Elgetal und in diesem Elgetal, das ist wie gesagt da hier Santiago ist hier nicht mehr drauf, aber das ist hier links, ist eben der Pazifik. Und das ist La Serena, das ist die Stadt, das ist eine sehr schön große Stadt, historische Stadt auch mit Coquimbo zusammen. Und von dort führt dieses Elgital hier hinein und da wird es dann auch finster. Und all das, was Sie hier jetzt hier an diesen gelben und blauen runden Kreisen lesen und sehen, sind astronomische Sternwarten. Ja. Und Sie sehen sozusagen rechts und links geht es natürlich auf die Berge hinauf. Ja. Und hier in das ist das eben das Tal hinein. In Vicuña, so heißt dieser Ort hier in der Mitte drinnen, ein kleiner, sehr netter, sympathischer Ort, das Vicuña, da ist eigentlich das Zentrum dieser amateurastronomischen Aktivitäten dort, da kann man auch solche Astrotouren buchen, alles Mögliche gibt es dort auf diese kleinen astronomischen Observatorien. Sie sehen, wie die da alle verteilt sind und ich habe Ihnen da auch noch ein paar Namen herausgenommen, also das von Mamayuca oder Cruz del Sur, Colarava etc. Also da gibt es eine ganze Auswahl und da kann man dann, je nachdem, einzelne Stunden nur bis zu ganzen Tagen und Wochen verbringen, wenn einen das interessiert. Das sind jetzt vor allem die Amateursternwarten. Und das ist erst in den letzten Jahrzehnt so richtig oder zwei Jahrzehnten gewachsen. Chile erkannt hat diesen Teil auch für den Tourismus und auch für ihre Entwicklung. Und sind also immer mehr Leute haben sich dafür interessiert, weil das, was sie einfach haben, ist dieser fantastische Himmel. In Vicuña selbst, in diesem kleinen Ort, gibt es aber auch noch was sehr Nettes, nämlich ein kleines Centro Astronomico. Und das ist hier, sieht man so ein bisschen, hier, das ist eigentlich ein, ich sage immer so ein Freiluftplanetarium. Man sitzt so wie in einem Areal, in einer Arena, ja, und über einem ist der Himmel. Und die Idee ist auch wieder sehr interessant. Es waren nämlich gar nicht Astronomen, die mit dieser Idee hier kamen, sondern sein Weinbauer, der gesagt hat, ja, was kann ich noch tun, na, um meine Aktivitäten zu erweitern? Und da hat ihn die Astronomie dann fasziniert und hat dann begonnen, dieses kleine Areal zu bauen. Aber bei einer Führung, wenn man so eine Führung macht, kriegt man am Anfang einmal ein bisschen einen Wein
und haben ein bisschen auch was zu essen. Und dann geht es sozusagen zur Sternbeobachtung. Die Verbindung sozusagen zwischen Wein und Astronomie ist ja in Chile da, gerade in diesem Elgetal, von Bedeutung. Gut, in diesem Elgetal sind die zwei ältesten Observatorien in Chile. Also wie gesagt, noch einmal hier zur Orientierung, nicht? Also hier nochmal Santiago. Ich habe das immer, dass Sie sich da orientieren können. Ja? Und das sind dann so circa 400-500 Kilometer da nach Norden. Ist dieses ist La Serena, und da geht dieses Elgetal eben da hinein. Und auf den Bergen rechts und links die zwei großen Observatorien, und zwar der Amerikaner. Die Amerikaner waren die ersten, die in Chile waren, vor den Europäern, mit den Observatoren auf Cerro Tololo und Cerro Pachón, die wir hier hinten sehen. Ja, das sind die beiden Observatorien, eben hier oben Cerro Tololo, das ist unten Cerro Pachón. Und die noch einmal ein bisschen größer, Teleskope sind die meisten, die großen Teleskope sind da noch in Betrieb. Aber speziell auf Cerro Pachón, ja, gibt es zwei Teleskope, die sehr zu erwähnen sind. Das ist dieses Gemini-Teleskop. Gemini sind die Zwillinge. Es hat einen Partner sozusagen, eine Zwillingsschwester oder einen Zwillingsbruder, der in Nordamerika steht, das ist ein amerikanisches Observatorium, und zwar auf Hawaii, auf Mauna Kea. Ja, das Nordteleskop, das ist ident, ja, das macht Sinn, weil ich kann die Nordhalbkugel beobachten und ich kann die Südhalbkugel beobachten. Und jetzt wird gerade eben aber auch hier auf diesem Berg ein neues Teleskop gebaut, nämlich dieses sogenannte Vera Rubin Teleskop. Das ist ein Bild von diesem Teleskop. Und dieses Teleskop wird ein ganz besonderes Teleskop, und ich habe Ihnen jetzt ein kleines Video mitgebracht, das Sie sehen. Es ist ganz aktuell, das Video, es stammt jetzt vom September, ja, wie es zusammengebaut wird und wie es zum ersten Mal bewegt wird. Das Teleskop ist noch nicht fertig, ja, Sie werden das jetzt gleich sehen. Aber was ich aber dazu sagen möchte, ist, dieses Teleskop ist ein besonderes Teleskop, weil dieses Teleskop beobachtet den Himmel, ja, nicht in die Tiefe, sondern in die Breite. Wir nennen das ein Survey- oder ein Durchmusterungsteleskop. Ja, dazu nachher noch ein bisschen mehr. Schauen wir uns jetzt einfach einmal kurz noch dieses Video an. Es ist so nur mit ein bisschen Ton, aber vielleicht sage ich zwei Worte dazu. Sie sehen, wir sind noch in der Baustelle. Sie sehen auch ein bisschen die Umgebung. Das ist die Unterseite vom Teleskop, die Sie jetzt sehen. Hier hinten das Gelbe, ja, da kommt dann der Spiegel hinein, der ist noch gar nicht da, ja, der fehlt noch. Ja, der war jetzt hinten. Ja. Das ist die Oberseite des Teleskops. Ja. Ja, hinter diesem gelben Bereich hier hinten würde dann der sogenannte Sekundärspiegel sitzen, jetzt auch hier links oben. Ja. Weil das Teleskop wird ja geplant, und dann muss es zusammengebaut werden vor Ort. Es ist also auch in Zusammenarbeit mit Schweden und mit hier den Spaniern. Das ist der erste Test der Bewegung des Teleskops im sogenannten alten Azimut, also sprich in dieser Höhenachse, ja, oder in dieser Achse, wo es sich herumdreht. Was Sie da sehen, ist das ganze Öl. Auf diesem Ölfilm, ja, schwimmt das Teleskop. Ja. Weil das Teleskop hat viele Tonnen, ja, der Spiegel hat 8 Meter, ja, und ein 8 Meter Teleskop für Survey-Beobachtungen ist, es wird das größte, ja, Durchmusterungsteleskop der Welt werden. Und es wird uns vermutlich ganz, ganz, ganz viele neue Erkenntnisse über unseren Kosmos schenken. Also das sind Bilder jetzt von vor wenigen Wochen. Ja. Also das, was Sie hier gesehen haben, die Arbeiter können das Teleskop selbst schieben. Das Teleskop ist noch nicht, ja, automatisiert, ja, aber das Teleskop hat mehrere Tonnen, ja, aber aufgrund dieses Ölfilms können Sie dieses Teleskop, ja, mit diesen mehreren Tonnen selbst drehen. Ja, das ist schon sehr faszinierend. Dieses Teleskop wird Ihnen pro Nacht bis zu 20 Terabyte an Daten liefern.
Und wenn Sie sich so circa wissen, ja, also ich habe mir jetzt gerade einen neuen Computer gekauft, ja, und der hat auf seiner Festplatte, ein bisschen einen größeren gehabt, gesagt, ich brauche 1 Terabyte. Ja, und da habe ich jetzt mal wahrscheinlich für die nächsten paar Jahre genug. Ja. Dieses Teleskop wird vom Himmel pro Nacht, ja, 20 Terabyte an Daten produzieren. Ja. Die muss man dann natürlich auch verarbeiten. Das muss man sich mal circa vorstellen. Ja, wie gesagt, das ist eines der Projekte, aber es gibt ja noch viele andere, nur das mal so am Rande. Unsere Reise wird uns jetzt ein bisschen weiterführen. Und zwar, wir reisen jetzt ein bisschen weiter von wieder, da waren wir jetzt in La Serena, da waren wir in diesem Elqui-Tal, Cerro Pachón und Cerro Tololo und dann noch bei diesen vielen, vielen anderen kleinen Sternwarten und auch dieses Vicuña liegt dort genau drinnen. La Serena ist aber der Ausgangspunkt für den Besuch der Observatoren von La Silla und von Las Campanas, die Sie hier sehen, oben La Silla, unten Las Campanas. Und beide Observatorien sind historisch sehr bedeutend. Das erste Observatorium eben La Silla. La Silla ist das Observatorium, mit dem die ESO, die Europäische Südsternwarte, also die europäischen Astronomen, über die ESO werde ich das nächste Mal noch ein bisschen mehr erzählen, begonnen haben, ihre astronomischen Observatorien oder ihr erstes Observatorium in Chile zu bauen in den 60er Jahren. Also das wurde in den 60er Jahren begonnen, ja, die ersten großen Teleskope dann so in den Mitte der 70er Jahre erbaut und noch heute betreibt die ESO, das ist das Logo hier oben, also ESO bedeutet European Southern Observatory oder Europäische Organisation für astronomische Forschung in der südlichen Hemisphäre, ein bisschen sperriger Name. Und da sehen Sie halt einige dieser Teleskope, die hier auf La Silla stehen. Und die meisten sind mittlerweile entweder nicht mehr in Betrieb oder nur mehr in Betrieb für spezielle kleinere Aktivitäten. Zwei Teleskope von La Silla sind noch in Betrieb, weil die ESO sich dann in den 90er Jahren entschieden hat, ein neues Observatorium zu bauen. Das werden wir uns gleich anschauen. Aber La Silla ist sozusagen der Ausgangspunkt gewesen, ja, für die Beobachtung der Astronomen oder der europäischen Astronomen in Chile und daher sozusagen das historisch sehr bedeutende Observatorium aus der Gründerzeit, wenn man so will. Ja. Aber das sind auch schon fast 70 Jahre. Deswegen ist es auch immer wieder spannend, dorthin zu fahren und ich hatte das Glück, im Jahr 2019, also jetzt vor 2 Jahren, dorthin zu fahren im Sommer und am 2. Juli hatten wir ein besonderes Glück, was nicht allzu oft passiert, ist nämlich eine totale Sonnenfinsternis, ja, direkt über dieses Observatorium gegangen. Das heißt, so dieser Bereich, wo sich die Sonne total verfinstert, was man hier sieht, ja, das sehen wir hier, das ist der Mond vor der Sonne, das ist die Korona der Sonne, das ist die Atmosphäre der Sonne, die wirklich so ausschaut. Ja, das ist in diesem Falle, ja, diese Korona hat diese längliche Form, ja, weil zu diesem Zeitpunkt die Sonne gerade in einem Sonnenfleckenminimum war. Das ist eine typische Sonnenfleckenminimumskorona, die man hier sieht. Ja. Und hier sieht die Venus, ist am Tageshimmel sichtbar geworden. Und ja, man sieht auch hier diesen Schatten, ja, das ist mehr oder weniger hier so. Ne? Und hier, das sieht so aus wie so eine Autobahn. Ja? Aber das ist klar, ja? Weil wenn ich entlang von Schienen schaue, ne, laufen die ja auch zusammen. Das ist ein rein geometrischer Effekt. Und das, was Sie hier sehen, das ist diesen finsteren Bogen hier oder diese finstere Schiene, ja? Das ist sozusagen der Pfad, wo der Mond die Erde gerade abgedeckt hat. Wir nennen das den Finsternispfad. Und das Observatorium La Silla lag direkt auf diesem Finsternispfad und das ist so ein eins in ein paar Jahrhunderten Ereignis. Und das haben wir uns nicht entgehen lassen und sind nach Chile natürlich gefahren und haben das dann vor Ort dort beobachtet. Und nicht nur ich, da war sogar, dann ist auch der chilenische Präsident ist mit dem Hubschrauber nach La Silla gekommen, um sich dieses Spektakel nicht selbst entgehen zu lassen. Das Observatorium, das daneben als Nachbarobservatorium ist das sogenannte Las Campanas Observatorium. Diese Teleskope schauen ein bisschen lustig aus, sind
auch sind auch immer 6 Meter, sind große Teleskope, aber schon ein bisschen älterer Bauart. Und diese Teleskope werden von einer amerikanischen Organisation, von der sogenannten Carnegie Institution betrieben und eigentlich in Sichtweite von La Silla. Es ist eine, auch das muss man sagen, eine wunderschöne Gegend. Ja. Was Sie vielleicht hier sehen noch, wie gesagt, ist das eine Teleskop, das ist das zweite Teleskop. Und dahinter sehen Sie die berühmten Magellanschen Wolken, ja, die große Magellansche Wolke und die kleine Magellansche Wolke. Und hier natürlich die Milchstraße, ja, sich hier über den Himmel spannt, hier in einer Weitwinkelaufnahme. Dadurch ist es schwierig, das Kreuz des Südens zu finden, aber ich zeige es Ihnen. Ja, hier links haben Sie Alpha Centauri und Beta Centauri. Dieser Stern ist deswegen so berühmt, weil er als Dreifachsternsystem, das sieht man hier zwar nur einen, aber in Wirklichkeit sind das 3 Sterne. Ja, aber mit seinem Partnerstern mit Alpha Centauri B, also das heißt A und B, und dann gibt es noch einen dritten, der heißt Proxima Centauri, sind aber diese 3 Sterne, die Sie da jetzt nicht sehen, der Proxima liegt noch ein bisschen hier, weil der so nah ist, dadurch rückt er an die Seite, die allernächsten Sterne zur Erde. Ja, also das ist sozusagen, Alpha Centauri ist vielleicht so ein bisschen ein Begriff. Diesen Stern kann man aber eben nur auf der Südhalbkugel sehen, bei uns in Europa werden Sie den vom Geben suchen. Wenn Sie aber diese beiden Sterne mal gefunden haben, und das findet man leicht, weil die sind sehr, sehr hell, man geht in diese Richtung weiter, dann findet man hier diesen Bereich. Und das ist das Kreuz des Südens, das nur leider hier ein bisschen verzerrt ist. Ja, das sind die 1, 2, 3, 4 Hauptsterne des Kreuzes. Natürlich, man findet viele Kreuze am Himmel ja, mit 4 Sternen, aber das ist ein ganz, ganz markantes, das den damaligen Seefahrern geholfen hat, den Himmels-Südpol zu finden, also worum sich die Erde sozusagen der Himmelspol dreht, das ist circa dieser Punkt. Also hier, circa hier, wo jetzt mein Laserpointer ist, ist der Himmels-Südpol. Das Observatorium Las Campanas bei Tag, das ist eine wunderschöne Gegend und dort gibt es auch noch einiges an Vegetation. Das ist ganz, ganz wichtig oder interessant, weil die Atacama-Wüste nicht überall komplett vegetationsarm ist. Ja, es gibt Bereiche, wo es noch ein bisschen Vegetation gibt. In diesem Bereich gibt es noch einiges an Vegetation. Aber ja, es ist wettermäßig trotzdem gut genug. Wenn Sie jetzt hier genau hinschauen, gibt es hier rechts noch einen Berg, der so flach ist. Der ist nicht zufällig so flach, sondern der wurde so flach gemacht. Ja, und hier kommt ein neues Teleskop hin, weil die Astronomen wollen immer größere Teleskope, um immer tiefer und genauer in den Kosmos zu schauen. Und das, was dort gerade im Bau ist, ist diese Art, das ist natürlich jetzt eine Zeichnung. Dieses Teleskop nennt sich Giant Magellan Teleskop, also das große Magellan Teleskop, nach Ferdinand de Magellan, nachdem seine Magellanschen Wolken benannt sind, die ich Ihnen jetzt gerade vorgestellt habe. Und das sind hier insgesamt 7 Spiegel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiegel. Und jeder dieser Spiegel hat einen Durchmesser von 8 Metern. Stellen Sie sich das vor. Ja. Auf einem riesengroßen Teleskop zusammen. Und dieses Teleskop wird in den nächsten Jahren, nicht so schnell, noch ein paar Jahre dauern, ist gerade, wie gesagt, in Bau. Nicht in Planung, schon in Bau. Dieses große Magellan-Teleskop wird auch von dieser Carnegie Institution gebaut, also es ist ein amerikanisches Projekt. Gut, Sie sehen auch da ein bisschen, hier hinten wäre ein Lastwagen, damit man so die Größenordnung von diesem Teleskop vielleicht auch erkennt. Unsere Reise geht wieder weiter und jetzt geht es wirklich in den Norden und zwar entlang der Küste und man fliegt dann noch einmal etwa 2 Stunden in diese Stadt. Diese Stadt nennt sich Antofagasta. Antofagasta ist eigentlich eine Bergbaustadt. Sie liegt direkt an der Küste und dahinter beginnt die Wüste. Aber Sie dürfen sich hier nicht vorstellen, dass, wie gesagt, ansonsten, dass das
palmenbesäumte Strände sind. Ja, es ist hier ein sehr raues und auch trockenes Klima, trotz der Lage am Meer. Ja, und hier ist diese sogenannte La Portada, ne, das Meer hat dieses Portal hier geschaffen. Irgendwann wird es zusammenfallen, aber wie gesagt, hier ist diese Stadt entstanden. Und diese Stadt ist deswegen wichtig, ja, warum erzähle ich das? Weil Antofagasta ist das Tor eigentlich zur nördlichen Atacama-Wüste. Ja, Sie können auch noch direkt nach Calama fliegen, das werden wir uns dann ansehen, aber eigentlich geht es von da dann an die Observatorien. Und die großen Observatorien müssen natürlich werden, viele Dinge werden in Europa gebaut und werden dann ja, nach Chile gebracht. Es kann also nicht alles in Chile gebaut werden. Und da ist es so, dass natürlich hier dieser Hafen von Antofagasta ja, von zentraler Bedeutung ist, weil ja, die großen Schiffe hier ja, dann in dem Falle natürlich über den Atlantik, über den Panama-Kanal, ja, dann hinunter nach Antofagasta fahren und die Ladungen, all das, was in Europa konstruiert wird, gebaut wird, hier nach Antofagasta bringen. Und erst von Antofagasta geht der Weg dann hier in die Wüste. Und dann fährt man noch einmal 2-3 Stunden ja, in the middle of nowhere. Ja, also sozusagen der Weg hier hinauf und die Observatorien, das ist sozusagen diese Straße, zeigt hier, ne, da haben wir die Observatorien, das Amazonas-Observatorium und das Paranal-Observatorium, die wir uns jetzt noch anschauen werden. Ja, und hier sieht die Landschaft schon ganz anders aus. Also hier gibt es gar keine Vegetation mehr. Es ist hier so trocken, dass also hier gar nichts mehr wächst. Außer ja, sie pflanzen was und gießen es regelmäßig. Ja. Wenn sie das nicht tun, ne, ist es vorbei mit der Schönheit. Ja, also hier haben sie dann wirklich nur mehr Steinwüste. Und das ist für die Observatorien, aber hier, wie gesagt, das ist Cerro Paranal gerade ideal. Nochmal, wo liegt das? Ja, also noch einmal wieder Santiago. Der Flug jetzt hier nach Antofagasta würde über 2 Stunden dauern von Santiago. Und von Antofagasta, wie gesagt, vom Hafen, fahren wir dann hier den Berg hinauf. Hier entlang, dieser Strich ist die Küstenkette, also das liegt auch schon circa auf 2000 Metern, wie gesagt. Ja. Hier, das hier hinten, was Sie hier hinten sehen, das sind die hohen Anden von bis zu 6.000 bis 7.000 Meter. Ja. Das werden wir auch dann noch sehen, weil wir kommen dann auch noch auf unseren Weg noch in die hohen Anden. Ja. Aber jetzt die beiden Observatorien, Paranal und Amazonas, die sich beide ziemlich genau hier befinden, so etwa wieder südlich, 200 Kilometer wieder mal südlich von Antofagasta, ja, die liegen hier. Und da sehen Sie es, das Very Large Telescope, das VLT, das gibt es schon seit dem Jahr 2000, und dann noch das Extremely Large Telescope, der sogenannte ELT, der ESO, das ist derzeit in Bau. Das gibt es noch nicht. Es wird erst etwa 2025, 26, 27, je nachdem, in Betrieb gehen. So, nochmal ein Blick auf Cerro Paranal, das Flaggschiff der europäischen Astronomie. Sind 4 8,2 Meter Spiegelteleskope und jedes Teleskop ja, beherbergt mindestens 3 Instrumente. Ich werde nächstes Mal eben die ESO-Observatorien genauer vorstellen, auch dieses Observatorium genauer vorstellen, was dort alles zu sehen gibt, wie die Teleskope ein bisschen funktionieren und auch was dort entdeckt wurde. Ich möchte nur ein bisschen einen Vorgeschmack geben. Ja. An diesem Observatorium wurden über 20 Jahre ja, die Messungen gemacht um das Thema Schwarzes Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Und zu diesem Thema gab es letztes Jahr auch einen Physik-Nobelpreis, nämlich die Entdeckung dieses schwarzen Loches in der Milchstraße. Ein bisschen aufgeteilt mit unterschiedlichen Wissenschaftlern, aber ein Viertel des Nobelpreises ging an die Gruppe der Astronomen, die hier mit diesen Teleskopen diese Beobachtungen seit über 20 Jahren, eigentlich in Wirklichkeit schon über 40 Jahren gemacht haben. Das Observatorium liegt
ganz, ganz faszinierend und man muss dort auch leben können. Das ist die sogenannte Residencia oder auch das Hotel der Astronomen. Und wenn Sie jetzt sich vielleicht wieder ins Kino wagen und sich den neuen James Bond ansehen, ja, dann möchte ich Sie daran erinnern, dass hier ja, eine Abschlussszene von einem James Bond gedreht wurde, ja, ein Quantum Trost oder A Quantum of Solace. Wenn Sie diesen James Bond nicht gesehen haben, dann können Sie nochmal nachschauen. Dann gibt es eine Szene am Schluss, ja, von dem Bösen in der Wüste, ja, und das war sein Schloss. Ja. Und das ist natürlich am Schluss explodiert, aber ich war dazwischen schon oft dort, also ist zum Glück nur im Film explodiert. Gut, es ist auch ein Gebäude, das gewählt wurde zu einem der bedeutendsten Gebäude zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Architektur. Ja, und es ist wirklich ein äußerst faszinierendes Gebäude. Dazu auch noch mehr bei meinem nächsten Vortrag. Der Blick von Cerro Paranal kann sehr spannend sein, speziell wenn er so aussieht, nämlich nach Osten, hier mit dem aufgehenden Vollmond. Das ist mit einem Teleobjektiv natürlich gemacht, der Mond ist nicht so groß, ne? Aber mit einem Teleobjektiv wirkt er dann so groß. Und hier geht dieser wunderschöne Vollmond über dem Berg auf. Das, was Sie hier sehen, ist der Berg, auf dem dieses neue Teleskop, dieses ELT, der ESO ist da sehr erfinderisch mit ihren Abkürzungen Extremely Large Telescope und Very Large Telescope, also ELT, VLT, das ist schon ein bisschen, hat schon ein bisschen Tradition. Dieses Teleskop ist im Bau, sind derzeit die Fundamente gesetzt, leider durch Corona natürlich auch etwas in Verzögerung geraten, aber dieses Teleskop hat plant einen 40 Meter Durchmesser vom Spiegel und dieses Teleskop werden wir auch am Abschluss meiner Dreiervorlesung, jetzt wenn ich so sagen darf, am Schluss uns genauer anschauen, was man mit diesem Teleskop alles erforschen möchte und welche Herausforderungen so ein, ja, wirklich ein Dom, ja, also eigentlich gesagt eine in der Größenordnung fast eines Fußballstadions, ja, dieses unfassbare Gerät. Ganz in der Nähe wird ein weiteres eigenartiges Teleskop gebaut. Das gibt es noch nicht, das ist in Planung. Das nennt sich Cherenkov Telescope Array. Die schauen so ein bisschen eigenartig aus, diese Teleskope. Ja, das ist so eine Zeichnung. Diese Teleskope sind in der Lage, ja, hochenergetische Strahlung des Universums zu messen und aufzufangen mit einer besonderen Art und Weise der Technik, dieser sogenannten Cherenkov-Strahlungstechnik. Auf das möchte ich jetzt nicht eingehen, ne, aber das sind dann so freistehende Teleskope, ne, die ein bisschen wie Aliens aussehen, die sich aber auch recht rasch bewegen können, weil da möchte man dann einfach versuchen, den Himmel möglichst rasch nach hochenergetischen Prozessen zu untersuchen. Und jetzt möchte ich mit Ihnen von Atacama-Zentrum, also ich sage mal jetzt wirklich von der trockensten Region, noch etwas weiter in die hohen Anden gehen. Und sage ich mal jetzt durch die Atacama in den Nordosten. Und das führt uns, wie gesagt, in die hohen Anden. Hier hinten, ja, sehen Sie schon diese hohen Andengipfel, das sind über 6000 Meter. Ja. Und je nachdem, ja, wo Sie sich dann da befinden, ja, können Sie mehr oder weniger gute Astronomie machen. Aber auf dem Weg dorthin, ja, begleiten Sie faszinierende Landschaften und auch Orte. Und die Astronomie ist auch immer verbunden mit ihren Landschaften, in die sie eingebunden sind. Und einer dieser Orte ist diese alte Salpetermine, die nennt sich Chacabuco. Und das führt uns auch schon in eine Richtung, die wichtig zu erwähnen ist, denn ja, diese nördliche Region Chiles ist neben der Astronomie, ja, auch ganz wichtig für den Bergbau. Ja, Chile ist der größte, weltweit größte Kupferproduzent. Ja, und dieser Norden Chiles, ja, ist also wie gesagt bergbaumäßig von großer Bedeutung. Das war er auch schon vor 100 Jahren.
Ja, nur damals ja, hat man damals noch Salpeter abgebaut, also die Düngemittel und aber auch für den Sprengstoff. Hat sich aber dann auch relativ bald überlebt, nachdem eben die neuen Verfahren in der Nitratherstellung entstanden sind. Das, was Sie aber hier hinten sehen zum Beispiel, ja, das ist jetzt kein Berg, ja, sondern das ist eine Abraumhalde. Ne, wurde dann einfach das andere, das Material dann dorthin geschüttet. Chacabuco ist sehr faszinierend, weil es einfach ein Ort ist, wo die Menschen damals, wie gesagt, gelebt haben. Es hat sich sehr gut, verhältnismäßig gut erhalten. Es hatte auch eine dunkle Periode in der Zeit der Pinochet-Diktatur. Aber wie gesagt, dadurch, dass es so trocken ist, ja, haben sich die meisten der Dinge dort erhalten, obwohl ja, dort nichts jetzt in dem Sinne saniert wird oder faktisch nichts. Es ist zwar ein Museum, ja, aber es ist so peintrocken, so trocken, ja, dass dort einfach nichts verfault. Ja. Eine nächste Stadt, die auch unglaublich faszinierend, aber auch gleichzeitig traurig ist, ist Chuquicamata. Chuquicamata, diese Stadt hat bis vor 10 Jahren haben hier Menschen gelebt. Ja. Und Chuquicamata war die Stadt der Bergbauingenieure der zugehörigen Mine. Und wir befinden uns hier ganz in der Nähe von Calama. Und Calama, ich zeige es Ihnen vielleicht nochmal auf der Karte, liegt wirklich eigentlich in der Mitte der Atacama-Wüste. Ja. Und oh, das ist eine Gegend, ja, auch das hier hinten, was Sie hier hinten sehen, ja, ist kein Berg, das ist auch so eine Abraumhalde, man nennt man Cakes, ja, die gibt es dort überall. Und um welche Mine handelt es sich? Es handelt sich um nichts Geringeres, es ist die größte offene oder die größte im Tage Bergbau betriebene Kupfermine der Welt. Dieses Loch, ja, in der Erde, ja, gibt es schon seit über 100 Jahren, noch nicht in dieser Größe, ja, haben vor 100 Jahren begonnen. Ja. Das ist über 1,5 Kilometer breit, ja, und über 1 Kilometer tief. Ja. Und was Sie hier sehen, ja, hier unten wird abgebaut. Ja, die Mine ist zu einem Großteil schon, sag ich mal, auf der, so abgebaut, dass es nicht mehr Sinn macht, weiter abzubauen. Deswegen wurde der Tagebergbau, ja, der hier so betrieben wird, dass also wie gesagt mit diesen unglaublich großen Fahrzeugen, und die fahren Tag und Nacht, ja, das muss man sich vorstellen. Ja. Diese Fahrzeuge sind ja, so in dieser Reihenfolge, ja, Tag und Nacht permanent gefahren. Ja, also das ist wirklich unglaublich. Und das, was Sie hier sehen, ja, das ist da oben, das ist das Kupfererz, das Sie auf diesen Fahrzeugen sehen. Das sieht so bläulich aus. Ja, das ist ein bläuliches Gestein. Ja. In diesem Kupfererz liegt da ist natürlich noch sehr viel drinnen. Ja. Nicht nur Kupfer, ja, sondern auch andere seltenen Erden. Ja, aber die alle sozusagen aus diesem Kupfer, aus diesem Gestein herauszubekommen, ja, das ist ein aufwendiger Prozess, sehr stromintensiv, ja, weil das Kupfer wird dann mit Elektrolyse gewonnen, ja, aber all diese Prozesse, ja, brauchen auch viele weitere chemische Schritte, ja, und das ist also auch kein, sage ich mal, gesundes, keine gesunde Umgebung, ja, weil Sie können sich vorstellen, wie viel Staub das macht. Ja. Und deswegen sind die Menschen auch aus dieser sehr nahegelegenen Ortschaft dann abgesiedelt worden, weil einfach die Lebensbedingungen dort nicht mehr ideal waren. Das Kupfer wird dann, ja, in Zügen mit diesen, ja, das sind diese Kupferplatten, zu 99,9% reines Kupfer, ja, wird dieses Kupfer dann an die Häfen, ja, entweder nach Antofagasta oder noch einen Hafen ein bisschen weiter im Norden gebracht und von dort in alle Welt verschifft. Und Chile produziert 40% des weltweiten Kupferbedarfs. Ja, das muss man sich vorstellen. Ja, und Kupfer ist ein teures Metall und dementsprechend ist also der Kupferbergbau, ja, auch für den chilenischen Staat, ja, einer der bedeutendsten Einkommensquellen. Deswegen, ja, kommt auch jedes Jahr einmal der chilenische Präsident noch in dieses alte Chacabuco. Ja, und denn diese Chacabuco-Mine, ja, ist eine staatliche chilenische Mine. Ja, auch da gab es natürlich über die Jahre Veränderungen, aber eine
ist uns von der größten staatlichen Copiaco, heißt die, die betreiben das. Und das ist aber ein hochprofessioneller Betrieb, ja, und unglaublich faszinierend. Also wie gesagt, ohne den Kupfer, ohne das Kupfer im Norden, ja, gibt es nichts. Und diese Minen machen aber natürlich Staub und Luft- und Lichtverschmutzung. Und deswegen sind sie jetzt nicht wirklich ja, die Freunde der Astronomie. Und deswegen müssen wir auch schauen, dass die Observatorien möglichst in anderen Bereichen bleiben. Aber die Observatorien haben hier doch ihre Schutzzonen. Ja, und jedes Observatorium hat wirklich Schutzzonen um sich herum, weil so eine Mine würde das Leben der Astronomen in kürzester Zeit zunichte machen. Gut, aber direkt bei Kalama gibt es eben eh keine Observatorien, da baut man das nicht, sondern ein bisschen anderswo. Unsere Reise führt uns jetzt in eine der faszinierendsten Landschaften zum Abschluss, nämlich in die hohen Anden. Und weil es so faszinierend ist, kommen dann halt auch natürlich viele Touristen. Deswegen ja, kommen wir jetzt ein bisschen in einen touristischeren Bereich, nämlich in die Oase von San Pedro de Atacama, ja, also der heilige Petrus der Atacama. Und das sieht man hier sehr schön. Das in dieser Ebene, ja, das ist übrigens, nennt man den Salar de Atacama, mal sehen. Und hier ist diese Oase, die gespeist wird von Wasserflüssen aus dem, zum Teil von den Bergen, aber zum Teil wirklich von Grundwasser. Ja, also das ist. Aber es gibt einmal im Jahr, ja, kann es durchaus sein, ja, dass mal richtig ziemlich stark regnet. Und vor 2 Jahren, wie ich mal im Februar, März da war, hatte ich Glück, denn da war es circa 3 Wochen vorher, ja, war es dort komplett überschwemmt. Das würde man nicht glauben. Das Faszinierende dann ist aber, wenn es mal so überschwemmt ist, ja, dann beginnt die Wüste zu blühen. Ja, und das ist dann noch einmal unfassbar schön. Ja. Und sowas nennen wir, ja, das ist nämlich ganz etwas eigenartig, das ist immer im Februar bzw. im März. Das ist der dortige, für uns ist es Winter, ja, aber es ist der dortige Sommer eigentlich. Ja. Und trotzdem nennt sich das, ja, dieses Ereignis, wenn es dann dort so regnet, ja, im Sommer nennt sich das dort bolivianischer Winter. Ja, weil sich ja, diese Wolken in dieser Zeit ja, wirklich so in den Süden kommen können und über diese hohen Anden ja, dann kondensieren und dann in Regenmengen herunterkommen können, die ganz gigantisch sind. Und die waren eben damals, ich glaube es war jetzt 2018, ja, waren die so stark, ja, dass es damals wirklich zu Schwierigkeiten fast gekommen ist. Aber wir hatten Glück, ich habe nur noch die Wasserlaken gesehen. Ja, alles andere hat wieder geklappt. Ja. Ja, diese Oase San Pedro de Atacama ist fantastisch, auch in der Nacht. Ja. Man sieht also hier, das ist der Hausberg. Hausberg ist gut, das ist ein Vulkan mit über 6000 Metern, der heißt Licancabur. Ja. Ein wunderschöner Vulkan, ja. Das erkennt jedes Kind, dass es ein Vulkan ist. Und hier geht San Pedro liegt an der Grenze, an dem Dreieck zwischen Argentinien, Bolivien und Chile. Ja. Da sehen Sie die Pässe, die hinübergehen, ja, hier nach Argentinien. Ja. Auch hier sehen Sie noch eine zweite Straße. Aber das ist der Pass, der hinübergeht hier nach Argentinien. Und hier ist es eine sogenannte Strichspuraufnahme, es ist eine Langzeitbelichtung. Das sind alles Sterne, die hier ja, da gerade aufgehen. Ja, das sind aufgehende Sterne im Osten. San Pedro ist, ja, ist eine Touristenstadt. Ja, die hat sich, gibt es tolle Superhotels, ja, würde man nicht glauben. Ja. Das ist eine kleine, eigentlich ja indianisch-bolivianische Stadt, auch mit dieser Adobe-Architektur, ja, von dieser Kirche. Aber sehr, sehr sympathisch, ja, sehr nett und aber ja, hat einen mittlerweile sehr touristischen Anstrich bekommen. Also man findet, wie gesagt, dort in der Sommerzeit. Das ist aber das ist unser Winter. Ja. Da findet man so richtig viele Touristen dort. Ja. Da spielt sich es dann schon heftig ab. Und man kann auch von
San Pedro wunderschön den Sternenhimmel beobachten. Und das ist vom Hotel aus, habe ich mal in der Nacht einfach vor das Hotelzimmer meine Kamera hingestellt und für eine Stunde da einen Blick zum Himmel. Und das ist der Himmel Südpol. Ne? Und da gibt es zwar auch Sterne, aber diese Sterne sind sehr, sehr schwach. Und diese Sterne zu finden, ist sehr schwierig. Also deswegen, ja, sowas wie einen Polarstern, den wir in der Nordhalbkugel kennen, gibt es in Chile eben nicht. Aber das Chile, wenn man sowas findet, weiß man sofort, da unten ist Süden. Ja. Und weil es da so schön ist, mit dem Sternenhimmel haben sich auch andere Astronomen das gedacht. Und einer, der das zu seinem Beruf und gleichzeitig zu seinem Hobby ausgebaut hat, ist ein Franzose, der eine Chilenin dann geheiratet hat und die gemeinsam ein kleines Amateur- bis semiprofessionelles Observatorium betreiben. Das nennt sich Space Ops in San Pedro de Atacama. Der hat sich da Alain Maury heißt er, und der hat dieses Teleskop, die meisten dieser Teleskope, muss man sagen, selbst gebaut, ja, sind sogenannte Dobson-Teleskope. Da schaut man da oben rein, ja, aber bei diesen großen muss man auf Leitern steigen, ja, damit man reinschauen kann. Aber die sind wirklich, die sind fürs freisichtige Beobachten, da kann man wirklich reinschauen. Und das ist unglaublich faszinierend, was man da sieht. Und ein Beispiel möchte ich Ihnen nur bringen, das mich wirklich unglaublich fasziniert hat. Ja, das ist am Nachthimmel und das ist der berühmte Kugelsternhaufen Omega Centauri. Und der beherbergt Millionen von Sternen. Ja, und ich zeige Ihnen jetzt ein Bild, das nicht aus dem Teleskop stammt, sondern von einem ESO-Teleskop. Ja, aber wenn Sie da reinschauen durch so ein Teleskop, haben Sie diesen Eindruck. Ja. Diesen Eindruck, ja, das ist ein Haufen von, in Wirklichkeit sind es Millionen Sterne, aber auf diesem Bild, ja, gezählt haben wir hier 300.000. Ja, das ist ein Kugelsternhaufen, ja, gezählte, sichtbar gemachte 300.000 Sterne, ja, von diesem Haufen. Wenn Sie aber das mal in echt sehen, ja, das ist dann schon... Also nicht das Bild, sondern Sie sehen das echte Licht in Ihren Augen, ja, durch das Teleskop, ja, durch so ein großes Dobson-Teleskop. Weil durch die großen Teleskope der ESO können Sie nicht schauen, ja, oder der Observatorien, da sind ja Kameras montiert und wissenschaftliche Instrumente. Aber hier, da können Sie noch durchschauen, da können Sie den Sternenhimmel noch richtig sehen. Und das ist dann schon mal wirklich, ich finde es sehr erhebend und faszinierend. Dieser Haufen war so groß, dass man ihm eigentlich einen Sternnamen gegeben hat, nämlich den Sternnamen Omega des Zentauren. Ja, also das ist der griechische Buchstabe Omega und dann des Zentauren. Ja, so werden die Sterne in den Sternbildern oftmals benannt. Das hat man früher nicht gewusst, dass das dabei in Wirklichkeit kein Stern ist, sondern ein Kugelsternhaufen. Ja, und abschließend, ja, wir sind jetzt dabei San Pedro, da sehen wir San Pedro de Atacama, und das ist wirklich nur mehr, da haben wir dieses Dreieck, ja, Bolivien, ja, Argentinien, Chile. Ja. Argentinien kommt mit Chile ja ganz gut zurecht, Bolivien und Chile sind nicht die größten Freunde, ja, politisch. Es hat verschiedene Gründe, vor allem weil Chile vor 100 Jahren, ja, hier diesen Norden mehr oder weniger erobert hat und Bolivien früher einmal hier einen Meerzugang hatte, den Bolivien also bis heute nicht mehr hat. Aber wie gesagt, das ist mehr oder weniger Historie und Geschichte, aber deswegen ist es immer so eine Sache, auch diese Grenze hier hinüber, und San Pedro de Atacama liegt, wie gesagt, wirklich sehr stark da an dieser Grenze. Da ist dieses Calama und da würde sich, und da befindet sich eben auch die Mine Chuquicamata, von der ich Ihnen vorher erzählt habe. Wir wollen aber jetzt auf Alma nach Chajnantor, eben in die hohen Anden, und hier ist die hohen Andenkette von den hohen Vulkanen, und auf einem Hochplateau liegt dieses Atacama Large Millimeter Array, Alma. Ja, auch das Alma hat wieder natürlich auch einen Bezug, das ist ein Akronym zwar, zu Atacama Large Millimeter Array, ich werde es gleich erwähnen. Ja, hier sehen wir, wie gesagt, da diese Andenkette. Ja. Aber ja, Alma heißt auf Spanisch auch die Seele. Ja.
Also das ist sozusagen auch wieder ein bisschen hier der ein bisschen ein Wortspiel, also sozusagen die Seele der Astronomie, wenn man will. Und Chahnantor ist dieses Hochplateau, ja, das man hier auch sieht. Das ist der Weg hier hinauf. Ja. Das gehört alles schon zu Alma hier. Da geht der Weg. Das ist der untere Bereich. Auch das werde ich das nächste Mal genauer erzählen und zeigen. Und dann führt hier der Weg, das ist 3000 Meter in der Höhe von 3000. Und hier führt der Weg hinauf. Ja. Das sieht man, das ist der Weg. Noch einmal 20 Kilometer. Und hier zwischen diesen beiden Bergkuppen hinein, hier nach hinten auf dieses Plateau auf über 5000 Meter Höhe. Ja, und auf diesem Plateau befindet sich dieses Observatorium, das so ganz anders aussieht, weil es ist ein Radioteleskop-Array oder ein Radioteleskop-Verbund. Das heißt, insgesamt sind das 66, nicht 6, 6 und noch nicht 16, sondern 66 einzelne Radioantennen. Sie sehen hier nicht alle, ja, weil sie sind noch weiter verteilt, können bis auf 16 Kilometer verteilt sein. Und dieses Radioteleskop, ja, war unter anderem auch beteiligt, ja, an der Entdeckung des ersten Bildes eines schwarzen Lochs. Vielleicht haben Sie von dem gehört, auch vor 2 Jahren, ja, wurde das ja auch publik. So ein erstes Bild eines schwarzen Lochs, was auch immer das dann ist, ja, das muss man mal genauer erklären natürlich. Aber da war dieses Teleskop ja, ganz wesentlich mit beteiligt. Und dieses Teleskop, ja, arbeitet bei Nacht und bei Tag. Ja, und um auf diesem Teleskop auf diese 5000 Meter hinaufzukommen, ja, braucht man nicht nur eine spezielle Ausnahmeregelung und Genehmigung, sondern auch einen medizinischen Test und Check, sonst darf man da nicht nach oben. Ja, also es ist jedes Mal schwierig gewesen. Jetzt bei Corona ist es überhaupt nicht möglich. Ja, momentan sind die Observatorien hier zwar in Betrieb, aber leider, wie gesagt, für Besuche grundsätzlich geschlossen. Die Gegend um diese Teleskope herum ist faszinierend und ich zeige Ihnen jetzt noch ein paar abschließende Bilder. Vielleicht bekommen Sie Lust und vielleicht, wir hoffen, dass es ab nächstem Jahr wieder möglich sein wird, mal auch an die Orte zu fahren und das zu besuchen. Das ist der berühmte Salar de Atacama, eine Fläche, wo ja, also wie gesagt, der Salar, also die Salz, eigentlich die Salzlacke, wenn man will. Ja. Und da leben ganz verschiedene Tiere, ja, die hier dieses salzhaltige Wasser, mit dem gut zurechtkommen. Und der kann faszinierende Farbszenarien. In dem Fall war das Wetter nicht gut, aber ja, muss nicht immer nur schönes Wetter sein. Ja, auch mal nur bei diesen Wolken war es dann möglich, dass es dieses wunderschöne Farbenspiel sich erst ergeben hat. In der unmittelbaren anderen Seite, sozusagen von, ist alles in der Umgebung von wenigen Kilometern von San Pedro, ist das sogenannte Valle de la Luna. Das ist ein Tal, das also sehr karg und schroff aussieht. Hier hinten sieht man ein bisschen etwas von San Pedro. Ja, und das ist so ein Seitental, in das man da hineinfährt. Also das ist Mondtal. Ja, da kann man da ein bisschen, darf man auf einer dieser Dünen darf man ein bisschen hinaufgehen und schauen. Also das ist auch ganz, ganz, ganz faszinierend. Hier hinten haben Sie wieder diesen Licancabur, den Hausberg von San Pedro. Ein weiteres Tal, das auch sehr farblich wiederum faszinierend ist, diese ganze Gegend, ja, auch die Nacht, der Beginn der Nacht und auch der Beginn des Tages und auch die Nacht selbst, ja, sind farblich unfassbar tolle Farbenspiele. Ja, also das muss man einfach sagen, ja, das lässt einen dann eigentlich nicht los. Ja. Wenn man einmal dort war, möchte man wieder hin. Das ist so sogenannte Valle Arco Iris, ja. Ja, Arco Iris, also Valle heißt das Tal, ja, und Arco Iris, ja, Arco ist der Bogen, ja, und Iris ist der Regen, ja, sind die Iris, ja, auch im Auge. Also das ist das Regenbogental, das Valle Arco Iris, das Regenbogental. Und warum heißt das Regenbogental? Also nicht schwierig, weil es so schöne Farben bietet in der Landschaft, in
einerseits in der Vegetation, andererseits ja, dann in diesen unterschiedlichen ockerfarbenen, aber auch grünlicheren und je nachdem, wie die Mineralien hier zusammengesetzt sind. Ja. Also es ist also wirklich faszinierend. Und ganz am Schluss möchte ich Sie noch sozusagen auf den letzten Höhepunkt bringen und in dem Sinne wirklich Höhepunkt, weil es geht jetzt auch wieder auf 4.000 bis 5.000 Meter hoch ins sogenannte Altiplano. Ne? Altiplano heißt also Alta ist hoch, ne, im Spanischen, also das hohe Plateau, ne, und die hohe Ebene eigentlich, nicht die Hochebene. Ne? Und in dieser Hochebene zum Teil leben dort Menschen, vorwiegend Indianer, die dort schon immer gelebt haben, aber dann eher nur so bis auf 3.000, 3.500 Meter. Ja. So ganz oben, eigentlich auf die 4.000, 5.000 ist da nichts mehr natürlich. Das ist fürs tägliche Leben nicht mehr möglich und gesund. Aber Tiere finden Sie dann immer noch. Also das ist eine ganz faszinierende Tierwelt dort oben in diesem, auf diesem Hochplateau. Aber auch die Farben und ja, die Berge. Es gibt einige aktive Vulkane auch dort, die man auch ein bisschen rauchen sieht. Aus der Ferne, braucht man aber keine Sorge haben. Ja. Bis am Schluss, abschließend, ja, sozusagen, und da muss man ganz zeitig in der Früh wegfahren, ja, und der Andreas und ich, wir waren beide schon dort, Andreas auf seiner Weltreise, glaube ich, und ja, ich habe mir es doch mehrmals angetan in der Früh, ja, aber wir hatten immer oft noch am Abend irgendwelche andere Aktivitäten bis in die Nacht hinein, und wenn man das wirklich in der Früh sehen muss, muss man um 3 Uhr aufstehen. Ja, weil man muss ca. 1,5 bis 2 Stunden dorthin fahren, mitten in der Nacht, und dann erst diese Dämpfe, dieses Wasser da, das ist Wasserdampf, ja, der dann aus dem Boden heraufkommt. Wenn es zu warm wird, ja, dann hört das auf zu dampfen, dann sehen Sie nichts mehr. Das heißt, man muss bei Sonnenaufgang dort sein. Sie sehen, da geht die Sonne gerade auf. Das ist im Gegenlicht gemacht, die Aufnahme, damit man es sieht. Und das ist also nicht nur zeitig in der Früh, ja, sondern es ist auch sehr kalt. Ja, das kann also hier oben dann auch mal minus 10 Grad sein in der Früh. Ja, das heißt, man muss früh aufstehen, finster und kalt. Das sind so Dinge, die hat nicht jeder gern. Ja. Aber dafür kriegt man dann oben meistens ein Frühstück auch serviert. Also die meisten Busse nehmen dann auch noch wirklich ein Frühstück mit. Und man kriegt dann noch in einer unglaublich faszinierenden Landschaft was zum Essen, und es gibt sogar ein kleines, weil das ja warme Quellen sind, ja, gibt sogar einen Swimmingpool, ja, in den man dann reingehen kann, obwohl es so kalt ist, ja, aber der ist warm, ja, der muss warm sein. Ja, und damit, ja, möchte ich meine kleine Reise, meinen sozusagen meinen Blick nach Chile hier beenden. Ich hoffe, ja, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht, da was zu erfahren. Und wenn es jetzt noch Fragen gibt, hier aus dem Publikum, ich weiß nicht, ob es auch noch irgendeine Frage aus dem Chat gibt, dann können wir gerne die noch beantworten. Dankeschön. Aus dem Chat gibt es noch keine, gibt es keine Fragen. Gibt es Fragen von hier? Also die Frage, ich wiederhole es ganz kurz, ja, damit es online auch zu, und das zu hören ist, quasi die Frage war, ob das wäre Rubin-Teleskop, diese Durchmusterung auch diesen ominösen Planet 9 finden soll. Kann ich leider jetzt nicht sagen, weil da müsste ich das, das genaue Planungsprogramm von dem, vom Wissenschaftsprogramm vom Vera-Rubin-Teleskop ein bisschen besser kennen. Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus möglich sein könnte, ja, aber wie gesagt, kann ich leider jetzt, sage ich mal, aus dem Stegreif nicht unmittelbar beantworten. Anschließend, was ist der Planet 9? Das muss ich vielleicht erklären. Gut, ja, das kann ich erklären. Wir wissen ja, dass wir hatten ja mal 9 Planeten im Sonnensystem, nur der Pluto ist uns ja im Jahr 2006 abhanden gekommen, aus verschiedensten, sage ich mal, guten Gründen. Das ist, wir lernen heute 8 Planeten im Sonnensystem. Jetzt gibt es wieder die Diskussion, es könnte vielleicht doch noch einen 9. Planeten geben. Damit ist aber nicht wieder der Pluto gemeint, ja, sondern ein weiterer Planet, ja, der noch weiter draußen sich um unsere Sonne dreht, der aber so weit draußen ist und dementsprechend auch so klein und nicht einfach
beziehungsweise ganz schwierig zu finden ist, ja, der sich aus möglichen Daten, ja, der anderen Planetenbahnen, ja, und Dynamik sozusagen ergeben könnte. Ja, also es gibt sozusagen Hinweise, ja, aus der, wenn man die Planetenbahnen, und zwar nicht nur von den 8 Planeten, sondern von auch den anderen äußeren im Kuipergürtel und so weiter studiert, ja, dass man gibt es Indizien, sage ich mal so, ja, dass es da noch einen Planeten geben könnte. Ja. Das war ja auch schon mal so, wir haben es nicht, das ist ja nicht zum ersten Mal, sondern der Neptun, der Planet Neptun, ja, der wurde 1846 ja genauso entdeckt. Ja, der französische Astronom Le Verrier, ja, hat den Planeten aufgrund der Bahnstörungen des Uranus, ja, des nächstinneren Planeten, berechnet. Und Johann Gottfried Galle in Berlin 1846 dann den tatsächlich entdeckt. Ja? Also sozusagen errechnet und dann entdeckt. Ja, die Astronomie ist ja eine großartige, sage ich mal, wie alle anderen Wissenschaften auch. Also es ist eine Frage oder eine gelöste Frage, ja, wirft wieder 10 neue Fragen auf. Und es ist immer ein offenes System. Aber das ist auch gut so, weil sonst hätten die Wissenschaftler nichts mehr zu tun und dann würde unser Wissensfortschritt ja dann auch nicht vorankommen. Du hast das richtige Stichwort jetzt gesagt, eine Frage wirft die nächste auf und einige Fragen sind ja gestellt worden, nämlich auch in die Richtung, wie es dann weitergeht. Jetzt war das sozusagen, wie du gesagt hast, der erste Teil. Wie sind denn die nächsten Teile? Ja, die Idee ist, noch ein bisschen mehr zu erzählen, halt über die Observatorien und vor allem natürlich der ESO. Das ist übrigens ein Bild auf Cerro Paranal, ja, ein bisschen der Blick hier hinauf auf diese Treppe. Kann man normalerweise nicht steigen, wenn man dort ist, aber man kann zu den Sternen schauen. Ich habe noch, es sind noch 2 Vorlesungen, eben Vorträge geplant. Der erste Vortrag ist am 11.11., also Faschingsbeginn, stelle ich gerade fest, ja. Und zwar zum Thema im Olymp der modernen Astronomie, die Observatorien der Europäischen Südsternwarte ESO. Sie haben jetzt schon ein bisschen was über die ESO gehört, oder wir haben schon ein bisschen was gehört, aber ich werde ein bisschen etwas erzählen über die Gründung der ESO, ein bisschen etwas erzählen über La Silla, das erste Observatorium, dann den Weg nach Norden, zu Cerro Paranal eben, und auch ALMA. ESO ist ja auch an ALMA mit beteiligt. Und das nächste muss man auch sagen, ESO ist auch sehr engagiert in der Wissenschaftskommunikation. Und zwar das Hauptquartier der ESO ist ja nicht so weit von uns entfernt, nämlich in Garching bei München. Und da gibt es auch ein fantastisches Planetarium, Supernova und das Headquarter, also das Hauptquartier. Und also man muss nicht unbedingt nach Chile fahren, um auch ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Wie gesagt, man braucht auch nur ins Elektronika-Center kommen. Das ist der erste Termin. Und der zweite Termin im Januar nächsten Jahres zum größten Auge der Welt, so ist der Titel, das Extremely Large Telescope der ESO. Und das ELT, ja, das ist eben das Flaggschiff-Projekt jetzt der letzten Jahrzehnte, das in den nächsten 5 Jahren in etwa plus minus im Bau gehen, also in Betrieb gehen soll. Und dieses 40-Meter-Teleskop wird das größte, weltgrößte optische Teleskop sein, mit dem wir uns also sehr viele neue Erfahrungen, neues Wissen und neue Entdeckungen in der Astronomie erwarten. Und hierüber ein bisschen mehr zu erfahren, über die Wissenschaft, aber auch gerade, was jetzt gerade, wie dieses Teleskop aussieht, wie es funktionieren soll. Das wird eine Mischung zwischen Wissenschaft und Technik sein. Ja, das ist sehr, sehr faszinierend und das ist sozusagen, soll dann der Abschluss sein. Das macht definitiv Lust auf mehr. Ich hoffe, dass dann Sie wieder hier bei uns im Deep Space sind oder wo immer zu Hause Sie uns zuschauen, und darf mich an dieser Stelle verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie uns gewogen.